In meinem zweiten Film meines Kurses Buchen auf der Grundlage des Gemeinschaftskontenrahmens geht es um die Struktur der Berufe rund um die Buchführung. Und da ist sie auch schon, die Struktur der Berufe. Eins vorneweg, Buchhalter ist grundsätzlich eine berufliche Weiterbildung, kein eigenständiger Ausbildungsberuf wie zum Beispiel Industriekaufmann. In der Regel besucht man einen Kurs und macht dann eine Prüfung und ist dann Finanzbuchhalter. In Stellenanzeigen wird immer gefordert, dass man eine kaufmännische Ausbildung hat. Die Prüfungsordnung schreibt das nicht vor. Also im Grunde genommen, jeder, der die Prüfung besteht, ist hinterher Finanzbuchhalter. Und der tut natürlich Buchen. Der beschäftigt sich ganz viel mit Buchführung und lernt es auch in diesen Kursen. Meistens auf Grundlage von einem Kontenplan. Bei der IHK ist es der Industriekontenrahmen. An den Volkshochschulen ist es öfters der Standardkontenrahmen, den wir hier nicht besprechen. Das ist natürlich noch nicht alles. Er beschäftigt sich auch mit dem internen Rechnungswesen, aber darauf gehe ich hier jetzt nicht ein. So, worauf ich eingehe, ist, in Stellenanzeigen wird oft ein Debitorenbuchhalter oder ein Kreditorenbuchhalter gesucht. Sowas gibt es im Grunde genommen nicht. Gesucht ist in Wahrheit ein Finanzbuchhalter, der zum Beispiel die Debitorenbuchhaltung macht. Oder nur die Kreditorenbuchhaltung, dass klar ist, was er zu machen hat. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von der gesamten Buchführung, die er gelernt hat. Also was relativ Einfaches. Was das jetzt genau ist, darauf werde ich später im Kurs eingehen. Das können wir jetzt noch nicht verstehen. Das ist nur zur Übersicht, dass das hier dazugehört. So, hat man 3 Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung gesammelt, dann darf man die Prüfung zum Bilanzbuchhalter machen. Und der beschäftigt sich mit der Erstellung von Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnung. Das hat sehr viel mit Paragraphen zu tun, die er interpretieren muss. Von HGB, Einkommensteuergesetzbuch und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass der Finanzbuchhalter keine Ahnung haben muss von Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnung. Der muss auch wissen, wie das geht. Aber der Bilanzbuchhalter, der gibt zum Beispiel vor, wie ein Vermögensgegenstand bewertet wird, wenn es da Wahlmöglichkeiten gibt im Gesetz. So, der Bilanzbuchhalter erstellt auch einen Lagebericht, der zum Jahresabschluss gehört. Dazu gehören übrigens auch Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung und Lageberichte, die gehören alle zum Jahresabschluss. Und der Bilanzbuchhalter, der wird ausgebildet für die große Industrie. Also das, da muss er schon ziemlich viel wissen und teilweise muss er dann auch eine internationale Rechnungslegung machen. Und er macht auch Analysen. Analysiert also die Kennwerte in den Bilanzen, das muss er auch können. Und das ist um einiges schwerer als die Finanzbuchhalterprüfung. Und hat wirklich als Voraussetzung, dass man 3 Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung mitbringen muss. So, und dazwischen ist irgendwo der Lohnbuchhalter. Das ist eine Weiterbildung, die kann man machen, wenn man Finanzbuchhalter ist. Und da beschäftigt man sich zum Beispiel mit so Sachen wie Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld, das muss man berechnen. Oder so bestimmte Dinge wie die Lohnfortzahlung nicht, aber so Sachen wie Gehaltspfändung. Davon hat der Finanzbuchhalter in der Regel überhaupt keine Ahnung. Also das ist noch ein bisschen mehr als der Finanzbuchhalter. Aber auch der Finanzbuchhalter, der muss schon Gehaltsabrechnungen buchen können und muss auch so Gehaltsabrechnungen etwa erstellen können. Allerdings beim Lohnbuchhalter kommt da noch einiges dazu. Ja, und dann sage ich jetzt auch noch, für wen dieser Kurs ist. Ganz deutlich nochmal, dieser Kurs hier ist für Leute, die einen Kontenplan auf Grundlage des Gemeinschaftskontenrahmens benutzen. Ein Beispiel hier ist die Fernuniversität Hagen. Da habe ich auch meine Prüfung in Rechnungswesen gemacht mit 1,0. Das heißt, dieser Kurs wird auch ein bisschen Fernuni Hagen-lastig sein, nicht komplett, weil ich nämlich den generellen Gemeinschaftskontenrahmen benutze und nicht einen Kontenplan der Fernuni Hagen direkt. Aber es wird sehr ähnlich sein. Also die, die an der Fernuni Hagen studieren, werden das wiedererkennen.